Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcore um den unsichtbaren Spanner an unserem Haus. Ich werde dich umbringen, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. So, wir waren hier ich weiß gar nicht, warum wir hier in unserer Bude drinne waren, aber wir sind volle Kanne dabei gewesen, diesen Keller hier unten weiterzumachen. Und mir ist was eingefallen. Und zwar folgendes. Ich habe nämlich einen kleinen Denkfehler gemacht in der letzten Folge. Mit diesen, Abmessungen. Und zwar, warum habe ich das gemacht? Warum war da ein Denkfehler? Ich zeige es euch. Und zwar, es geht darum, ich habe nicht bedacht, dass die Treppe in diesem Hause ja auch noch, existieren muss. Und deswegen ist dieser Plan mit diesen Untergrabungen hier erstmal nicht mehr der Plan. Sondern der Plan ist erstmal folgender. Ich hoffe, das ist die richtige Ecke hier. Deswegen, ich mache auch erstmal nur eine. Hier muss auf jeden Fall diese Treppe durch. Oder was heißt durch? Sie muss hier halt runter. Und diese Treppe, zumindest drüben ist es der Fall, dass diese Treppe nämlich an einen, an einen Gang stößt. Jetzt hier so richtig gemacht. Hier ist schon Stein. Oh, das misst aber genau rein. Okay. Vielleicht schiebe ich die doch nochmal einen zurück. Komm, ich schiebe die nochmal einen zurück. Das glaube ich besser. So, warum mache ich die ein bisschen mittig? Hat folgenden Grund. Denn ich sehe halt nichts. Ne, das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist, ich will versuchen, dass sich diese Treppen quasi auf einer Linie treffen und dass das halt so ein bisschen eine Illusion von Symmetrie gibt. Ich überlege gerade nur, ob ich dann, ich glaube, nee, ich glaube, das wird schon. So, hier könnte ich dann erstmal wieder Dirt lassen. Und ich muss wieder runter bis auf die 53, wir sind jetzt auf 56, das heißt noch 3. Noch 3. Dann sind wir da. Und dann muss ich mal gucken. So, 53, hallo. Müsste jetzt ja mal bald hier irgendwo rauskommen. Genau. Aha. Okay, also die Treppe wird dann einen nach hier gehen. Dann haben wir das jetzt auch durch. Bemessen. Und dann zeige ich euch gleich, was ich mit dem Denkfehler meinte. Dann erkläre ich euch das gleich nochmal genau. Warum da für mich ein Denkfehler ist. So. Das hier bitte wieder erstmal nur dran. Ich weiß auch gar nicht, ich muss ja sowieso diese Treppen auch noch bauen, ausbauen an den Seiten. Die werden ja so nicht bleiben. So verroht. Ich muss mir da auch noch die Treppe für ausdenken. Ganz schwere Sache. So, aber die Sache ist folgende. Die Treppe dort schließt ja mit einer Wand an. Das heißt, diese hier wird auch mit einer Wand anschließen. Wie hoch hatte ich das gemacht? Tatsächlich 6 hoch scheint. Dann muss die Ebene auch noch raus.
So, dann ist das Ganze hier halt 6 hoch. Aber die Sache ist, ich muss nur bis hier gehen. Ich muss nicht, wie ursprünglich angenommen, bis zu dieser Schlucht gehen. Sondern, wie gesagt, wirklich nur bis hier. Und dann werde ich in die... Ich denke, noch mal ein bisschen in die Breite gehen. Zumindest so weit, dass ich das hier noch ausgleichen kann. Und eventuell werde ich hier am Anfang dann ein bisschen was wegkürzen. Auch wenn das dann jetzt ein bisschen auf Symmetrieprobleme stoßen könnte. Ich könnte das hier dann ja auch nochmal verschieben, wenn ich wirklich so, weiß nicht, pingelig bin und mein, ach ja, es muss symmetrisch sein, nee, 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 und so, wisst ihr Bescheid. Also hier sind 2, wenn ich jetzt hier 2 gehe, ich kann halt jetzt nicht direkt 2 gehen. Ich müsste hier mindestens 4 gehen. Das heißt, dann müsste ich hier auch noch 2 weiter durchgraben. Sodass dann hier 4 durch sind. Dann kann ich drüben auch noch auf 4 erhöhen. Und dann muss ich mir selber die Frage stellen, ist das die finale Größe des Lagerraums? Ja oder nein? Ich kann natürlich noch weiter in diese Richtung alleine gehen. Aber ich glaube, das würde dann komplett den Symmetrieflow zerstören. Und das wäre ein bisschen schade. Deswegen werde ich dann jetzt auch erstmal nur bis hier durchgehen. Und ja, der ganze Mist muss jetzt raus. Und ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet, es ist eine Timelapse erforderlich. ich kann auch schon hier das machen. Das heißt, ich werde hier schon mal das hier wieder rausziehen. Das hier baue ich jetzt erstmal mit Cobblestone wieder zu. Und dann das hier drüben, das kommt sowieso komplett raus. Oh, warte mal, das hier sind... Das sind 5. Dann müssen dann drüben auch 5. Dann kommen hier drüben auch 5. Dann mache ich das so, um mir das so eben zu markieren. Und dann... Ja. Dann kann die Timelapse jetzt starten. Aber ich sollte gleich vorher nochmal vielleicht hochgehen und eben die Kiste befüllen. Denn ich brauche ein bisschen Platz für die Timelapse. Dazu kann ich einfach mal alles, was ich habe, da reinballern. Das wollte ich jetzt nicht machen. Egal, das bereinige ich. Das reinige ich gleich, wenn ich zurückkomme. Schau mal, dass ich immer muss. Außerdem habe ich auch viel, nicht mehr so viel Platz, ey. Gibt's doch nicht. So, das kann alles da rein. Du auch. Du. Ja, komm, ich packe alles da rein. Was soll's. Ja. Und dann würde ich mal sagen, Timelapse go.
So. Es ist vollbracht, Leute. Das hier ist im Grunde der erste große Vorbau für den Lagerraum im Größenvergleich. Das Einzige, was ich halt noch machen kann, immer noch, könnte ich halt sagen, so, wir können jetzt noch so ein bisschen in die Breite gehen. Vielleicht. Aber ich weiß wirklich nicht, ob das noch nötig ist, weil es ist wirklich schon sehr groß. Und hier passt wirklich einiges rein. Ihr müsst euch halt vorstellen, hier in Reihe wird es dann so Vierer-Slots hier geben, so mit Kisten und so weiter und so fort. Und das halt auch noch in die anderen Richtungen. Also hier dann gibt es noch so kleine Regale und so weiter und so fort. Also das wird halt schon riesig, da wird einiges reinpassen. Ich lasse natürlich die Möglichkeit offen, dass ich jetzt vielleicht mal sage, dass ich jetzt mal hier vielleicht in die Seite irgendwie so eine Treppe runterbaue, die dann so weit runtergeht, dass ich vielleicht eine zweite Lagerraumetage bauen könnte. Das ist allerdings dann etwas, was vielleicht mal in Frage kommen würde, wenn ich tatsächlich mal so weit bin und sage, boah, jetzt ist die letzte Kiste in diesem Lagerraum hier voll. Jetzt können wir auf den Arsch schauen und einen zweiten bauen, darunter. Das wird dann der Zeitpunkt sein, falls es mal wirklich so weit kommen sollte, dass alle Kisten, die hier drin sind, voll sind. Achso, ich musste mich übrigens mal ein bisschen beeilen, weil... Moment, ich weiß, wie schnell da geht. Denn diese Steine, die ich da jetzt abgebaut habe, die würde ich nämlich gerne trotzdem alle mitnehmen. Und deswegen muss ich mal jetzt schnell nach oben. Und mal die ganzen Sachen da einlagern. Ich weiß. Ich will das irgendwann noch umziehen. Ich weiß. Werde ich auch machen, natürlich. Jetzt gerade im Moment natürlich ist das erstmal ein bisschen, naja, in den Hintergrund gerutscht. Weil ich, wie gesagt, erstmal diesen Lagerraum endlich mal fertig haben möchte. Und dazu muss ich dann allerdings in der nächsten Folge wahrscheinlich dann wieder mal eine kleine Holzfäller-Timelapse machen. Indem ich gucke, ob ich irgendwie Bäume ins Dorf stelle. So wie immer. Ihr kennt es ja schon. Ich bin echt am Überlegen. Aber das... Wird das nicht wirklich doch ein bisschen zu riesig am Ende? Weil, wenn ich jetzt von diesen Regalen halt ausgehe... Die Regale werden ungefähr... Also falls ich... Das hier, wie gesagt, lasse ich offen. Das heißt, hier wird so ein Dreigang sein. Maximale 3 Breite. Hier wird es 4 sein. So, wenn jetzt hier noch Zwischenkisten stehen... So, hier der Dreigang wäre dann hier. Aber ich könnte auch bis hier gehen. Und hätte dann hier trotzdem den Dreigang. Dann wären nämlich hier Kisten zwischen. Hier wäre wahrscheinlich eine Art solider Grundstein. Aber vielleicht auch so, dass man durchlaufen könnte. Das bedeutet, hier wäre jetzt eine Zweier. Wenn ich das jetzt von hier aus auch abmesse, hätten wir hier Zweier, hier Zweier, hier Zweier. Und dann 2, 2, 2. Auch 2, okay. Zwei, zwei. Also hier wären wir tatsächlich komplett in einem soliden Raum fast. Hier wäre so ein Vierer-Durchgang. Aber
Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so haben möchte. Denn wenn jetzt hier, also hier dann hier, dann würde dieser Part hier komplett rausfallen. Allerdings für um einiges mehr an Platz natürlich. Okay, man darf aber auch nicht vergessen. Hier wird es natürlich noch eine Wand reingeben. Das heißt, ich muss das so abrechnen, dass wir eine Wand kriegen. Wir kriegen eine Wand, hier kommen die Lagerräume und dann beginnt der Dreifache. Das heißt, ab hier das gleiche wie hier dann auch. Nur hier wird es dann nicht die Wände geben. Aber es ist das gleiche Prinzip. Das heißt, 1, 2, 3, hier. Hier ist der erste. Wenn ich jetzt hier die 2 einrechne, habe ich hier einen Vierergang. Und hier, um den Vierer hier zu behalten. Ja, das darf maximal einen breit. Es darf maximal einen breit kommen. Das passt bis hier. Hier, hier und hier. Auf der anderen Seite dann das gleiche Spektakel. Nur, dass ich hier dann 6 Breite hätte. Also bis hier noch, hier und hier. Und dann die Wände wieder. Die kommen dann hier natürlich auch wieder zum Vorschein, genau. So, ich will das mir schon mal abmessen für später. Wenn ich schon Bescheid weiß, wie ich es dann ungefähr bauen möchte. Genau, hier sind dann halt diese kleinen Abteile. Und in den Ecken hier, also hier in diesen Wänden, werden dann diese Großabteile sein. Die werde ich auch noch entsprechend abmessen. Ja, das mit der Wand, das mache ich dann. Das mache ich dann, wenn es soweit ist. Ich überlege gerade, aber ich glaube, das brauche ich wirklich noch nicht, ne? Ich glaube, das brauche ich wirklich noch nicht. Also hier, wie gesagt, wird es dann 4. Es wird 4 jeweils hochgehen. Das heißt, alleine in diesen Abteilen hier habe ich schon jeweils immer 48 Kisten, beziehungsweise 24 Doppelkisten. Ja, und einer, also das wird reichen. Leute, das wird reichen. Punkt. Bevor ich mir hier wieder irgendwelche überdimensionalen Pläne ausdenke. Nein, das wird erstmal reichen. Das wird passen. Also werde ich das auch erstmal bauen. Deswegen, ich sollte erstmal die Sachen, die jetzt da drin sind, schon mal abholen. Sollte ich beim nächsten Mal einfach diesen Umzug dann einfach schon mal anfangen? Ich meine, okay, das hier muss ich sowieso ausbauen. Ich weiß nicht, das sieht man von außen, wenn ich das hier verändere, ne? Das wird man sehen. Das wird man sehen. Deswegen, ich versuche irgendwie eine einheitliche Lösung zu finden. Was Tatsache ist, ist, dass ich am Ende sowieso richtig viel Holz holen muss. Ich muss diesen ganzen Scheiß ja mal wegbringen.
Das Schild nicht unbedingt. Aber das hier muss alles mal rüber, schon mal. Damit ich da mal ein bisschen Platz habe. Ja, die Farmen sind auch wieder bereit, ne? Alle. Sieht so aus. Oh, Jesus Christ. Hier einfach viel zu tun auf dieser Welt. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Normaler Stein. Wir haben wieder richtig viel normalen Stein, ey. Wahnsinn. Auch hier ist wieder eine Menge dazugekommen. Cobblestone auch kein Problem. Ihr kommt alle erstmal wieder hier hin. Dahin. Und hier hin. So, ich brauche auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt Holz. Also ich werde mich jetzt für die nächste Folge wieder vorbereiten, mal ein bisschen auf Woodventures zu gehen. Das heißt, ich nehme mal wieder die Saplings mit und das gebaute Mehl. Und wir müssen wieder ein bisschen gucken, dass wir im Dorf ein bisschen die Bäume, die Weihnachtsbäume bereit machen. Ja, also ich denke echt, dass ich ein bisschen eine weihnachtliche Stimmung hier reinbringen möchte, zumindest für diese Dezemberzeit vielleicht. Vielleicht mache ich das auch im... Ja, wobei... Möchte ich hier vielleicht ein unendliches Winterdorf daraus machen? Ich weiß es noch nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich das unbedingt einschmücken und dann wieder abschmücken will. Deswegen... Also die Bäume, die möchte ich hier sowieso stehen haben. Das ist ja schon mal die eine Sache. Um ein bisschen Weihnachtsfeeling in die Folgen zu bringen. Die Sache ist die... Folge 200 wird so in Richtung Dezember 20. sein. Das heißt, ich weiß halt auch nicht, wie lange ich in diesen neuen Caves verbringen werde. Und ob wir dann überhaupt diese wunderschöne Weihnachtsstimmung hier zur Weihnachtsfolge haben werden. Weil es kann sein, dass ich dann am 24. zu der 24. Folge am 24.12., das wird dann 203 oder 4 sein, glaube ich. Es kann sein, dass ich dort immer noch in Höhlen herumschleiche. Und naja, mal gucken. Mir wird da schon was einfallen. Vielleicht mache ich wirklich so eine Weihnachtsdeko-Folge oder so für die Bäume. Dazu muss ich allerdings wieder in die Hölle Glowstone holen, weil ich habe nämlich auch nicht ewig Glowstone parat. Ich habe nämlich nur 2,5 Stacks geholt. Und ich meine, es ist bestimmt noch mehr zu holen, keine Frage. Ich meine, es gibt ja immer noch genug Glowstone. Allerdings würde ich vielleicht... Ja, vielleicht nehme ich auch wirklich einfach nur so ein bisschen blaue und normale Laternen für diese... Ich sag mal... Einrichtungsgeschichte oder so, dass ich die irgendwie zwischen die Bäume hier reinhänge oder so. Mal sehen. Und irgendwie zwischen den Bäumen so ein bisschen Schnee reinknalle oder so. Mal gucken, keine Ahnung. Wird mir schon was einfallen. Und ich glaube, diese Folge geht schon ein bisschen zu lange. Deswegen würde ich mal sagen. Wobei, ne, mit der Timelapse. Minus 3, minus 5, lass uns nicht so runter. Dann 24 und 3 und 4. Nein, ich kann keine Mathe. Ich bin nicht so nicht gut in Mathe. Das war ich mal, aber bin ich nicht mehr. Okay. An der Stelle würde ich mal sagen, war es das dann mit dieser Folge. Und ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr es mir zeigt mit einem Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ciao.